Energy Downtown. Mein Abend. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch gewesen, wegen dem Wetter, ob wir das da wirklich so machen heute, was wir da vorhaben mit dir. Aber erstens, das Wetter wird ja immer wie besser gegen Abend, hat Manu Trax aus dem Wetterbüro vorhin erzählt. Und zweitens, man kann das sonst auch an jedem anderen Tag machen. Und falls du früher gerne Räuber und Polly hast gespielt oder das Cluedo, das Detektivbrettspiel, dann gefällt dir das hier garantiert auch. Krimi in a Box heisst es, ist draussen Detektiv spielen. Oder wie es der Autor David Baumgartner sagt? Das interaktives Krimispiel, wo es darum geht, einen fiktiven Mordfall aufzuklären. Und so funktioniert es. Zuerst geht man auf die Website von Krimi in a Box, macht sich ein Bild vom Fall, das der Autor David Baumgartner geschrieben hat. Und dann, David? Anschliessend geht man nach Kehrsatz, wo man an verschiedenen Schauplätzen nach weiteren Hinweisen sucht. Und mit diesen Hinweisen gelangt man dann zu weiteren Informationen, die ihm letztendlich helfen, den Mordfall aufzuklären. Kannst du übrigens mit dem Auto machen, aber auch zu Fuß. Geht einfach natürlich länger, aber motorisiert solltest du es in 3 Stunden schaffen. Räuber und Polly oder eben Detektivspieler für Erwachsene. Krimi in a Box heisst das Ganze. Der Link findest du auf energy.ch. Mein Abend ist dein Abend bei Energy Downtown.